Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Wir haben es zurück zu Taylor geschafft und ich habe... Sie Gepäck oder Ausrüstung nicht unbeaufsichtigt? Ja, ich habe kein Gepäck oder Ausrüstung. Und wir müssen die jetzt wahrscheinlich hier irgendwo hinschaffen, beziehungsweise irgendwo hin. Reaktivieren Sie das Transitsystem. Ach, das ist jetzt einfach ausgefallen, nachdem ich das die ganze Zeit benutzt habe. Wollt ihr mich denn ehrlich verarschen? Begeben Sie sich zur Transitzentrale. Die ist wo? Da hinten. Gut, da kommen wir eher am Speicherpunkt vorbei, das ist gut. Ist das nicht da, wo das Alien das erste Mal in... Also hier, also da war? Also, ne? Wirst du noch die Leute gefressen habt in dem großen Raum? Ich weiß nicht, ob ich das beruhigend finden soll. Aber wir brauchen ja hier wieder mal ein bisschen Alien-Action. Für euch, nicht für mich. Mir ist das aufregend genug. Ich brauche keine weitere Aufregung. So. Wo müssen wir hin? Okay. Da die Tür links rein. Ja. Oh, ich wollte gerade sagen, ich kann ja... Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie ich meine Taschenlampe wieder auffülle. Hier ist gar nichts. Revolver habe ich ausgerüstet. Da sollen wir wohl nicht rein. Oder markiert das X einen Schatz? Kann man da reingucken? Nee, schade. Warum darf man da nicht rein? Ich bin da ja auch so unvernünftig, ne? Ich will dann ja auch unbedingt rein. Auch wenn ich weiß, dass das X wahrscheinlich nicht bedeutet, dass da ein Schatz versteckt ist. Ich muss dann wissen, warum das da drauf ist. Aufzug rufen. Tipp. Sehr ruhig hier. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Ah. Zur Transitzentrale. Kein Alien da? Nur hier bewegt sich nichts und niemand. Ah, das sieht hier allerdings so aus, als würde sich das... Hört ihr das? Ich gehe hier nicht raus. Ist hier irgendwas buggy? Zittert hier irgendwas? Nee. Blendgranate? Das war ein Bauplan. Ach, die hatte ich doch schon. Ich glaube, der Mülleimer hier ist buggy. Nee, doch nicht. Was macht denn hier so Geräusche? Das macht mich gerade ein bisschen irre. Und wo muss ich hin? Okay, ich muss da einfach in die Mitte. Sind hier Schränke zum Verstecken? Die sind nicht zum Verstecken. Da hinten sind welche zum Verstecken. Ich habe das Gefühl, die werde ich brauchen. Oh Leute, ich will da nicht dran gehen. Kannst du hier irgendwo reinkommen? Hier ist aber nirgendwo ein Schacht, oder? Okay, wir benutzen das jetzt erstmal, dann gucken wir mal, was passiert. Jemand hat alles ausgeschaltet. Oh, ich weiß, dass hier jemand drin ist. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Hast mich nicht gesehen. Dreh dich ab, du Drecksandroid. Was? Steht da hinten? Da kommt er. Seht ihr? Warum habe ich nur zugestimmt, hierher zu kommen? Du siehst mich nicht. Oh Gott, der macht hier auf. Es war nicht leicht, diesen Ort zu sichern. Ja, das glaube ich dir gerne. Es war aber leicht, hier reinzukommen. Hau ab. Hau ab. Sie werden nirgendwo hingehen. Sicher? Ich schieße dich einfach ab. Ist die Frage, ob der Schrank jetzt hier das klügste Versteck war. Jetzt steht er da. Was muss ich machen? Aktivieren Sie den Notfallstrom für das Transitsystem. Muss ich immer noch machen. Ich frage mich, was meine Kinder gerade so treiben. Das frage ich mich nicht. Ich hoffe, die Kinder sind... Kommen Sie raus und ich mach's schnell!
Ich hoffe, die Kinder sind nicht hier auf der Station. Irgendwer muss doch wissen, was hier los ist. Warten wir jetzt hier drin, ob der geht, oder müssen wir den platt machen? Das frage ich mich jetzt gerade. Und können wir den einfach erschießen? Hör auf zu rauchen. Ist nicht gut für dich. Hörst, wie du hustest. Er hat aber auch komische Patrouillen hier. Hört er das, wenn ich jetzt aus dem Schrank rauskomme? Das wäre jetzt zuletzt geschlafen habe. Ziemlich blöd. Jetzt geht er da runter. Er bleibt auch immer nicht so richtig stehen. Ist die Frage, was tun wir jetzt? Hebel benutzen. Hui! Wir laufen hier einfach mal mit dem im Kreis mit. Heimlich, ehe alles außer Kontrolle geriet. Ich will den jetzt nicht abknallen. Ich habe auch das Gefühl, dann kommt das Alien. Ich will einfach nur meine Familie wieder. Aber er zeigt mir auch nicht an, was ich noch machen muss. Kommt er jetzt in der Mitte durch? Okay, wir gehen nochmal hier schnell zum Pult. Wenn er auf uns schießt, dann schießen wir einfach zurück. Oh, Scheiße. Notwehr. 5 von 10. Errungenschaft freigeschaltet. Ist die Frage, passiert jetzt hier irgendetwas Interessantes, weil ich auf den geschossen habe? Oder nicht so? Da vorne ist ein Punkt. Ich glaube, das Vieh kann hier nicht rein. Wenn doch, haben wir halt ein Problem. Durchsuchen den mal. Kriegen unsere Munition direkt wieder zurück. Lötlampe benötigt. Habe ich alles nicht. Okay, was soll ich denn jetzt hier machen? Das geht mir langsam ein bisschen auf den Sack, dass ich hier kein... Ach. Deswegen rumpelt das hier rum. Hier bollert jemand gegen die Tür. Das ist die Frage. Das ist der. Ach, das, die haben da einen Androiden eingeschlossen. Das hat er eben gemeint mit scheiß Android. Ich verstehe. Und der bewegt sich da auch. Das heißt, das Alien ist hier nicht in der Nähe. Okay, das heißt, wir können jetzt, nachdem er platt ist, hier alles in Ruhe absuchen. Guck mal, hier hinten ist noch was, was leuchtet. So, benutzen. Oh oh. Oh, die haben, jetzt hat er den Androiden freigeschaltet. Okay, ich werde hier nochmal reingehen. Und abwarten, wo der rumläuft. Jetzt hat er sich gerade die Leiche angeguckt. Hm, das kann ich nicht mehr wieder reparieren. Ja, da hast du recht, mein Freund. Okay, der steht da rum. Ach ja, ich kann ihn sogar sehen von hier. Er steht da rum. Ist die ja. Willst du dich nicht mal ein bisschen bewegen? Will er nicht. Okay, dann kommen wir hier, gehen wir hier raus. Und magst du auf uns zukommen? Ich werde sie einfangen. Ja, das habe ich mir gedacht. Mach mal. Mach mal. Ich laufe einfach hier oben rum. Notfalls habe ich den Elektroschocker. Und dann gehe ich hier wieder rein, oder? Nee, tue ich nicht. Scheiße. Was muss ich machen? Okay, immer noch das... Nein, möchte ich nicht. Komm, ich führe dich mal noch eine Runde im Kreis. Und, drück hier noch mal eine Runde drauf. Kann ich jetzt da rein? Nein? Oh, Scheiße. Was muss ich denn jetzt hier noch machen? Sprengkapsel einsammeln? War die eben schon da? Was muss ich denn jetzt hier noch machen?
Kehren Sie zur Transitstation zurück. Ah, ich muss bestimmt da durch, wo er lang gekommen ist, hä? Da, ja. Okay. Oh! Der kommt ja hier lang! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, leck. Nein! Oh, Mist, jetzt bin ich gleich tot. Oh, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ah, Mist! Aua, aua, aua! Oh, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ah, der Elektroschocker hat keinen Saft mehr, oder was? Shit. Shit, 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 shit. Medikit. Der Elektroschocker hat keinen Saft mehr. Das ist richtig, richtig Mist. Und wenn ich den Typen hier nicht abschütteln kann, ist das noch mehr Mist. Kann ich die Tür hier nicht zumachen? Nee, kann ich nicht. Und was ist hier? Ich speichere hier mal schnell. Oh, der kommt da gerade, ne? Wow! Na toll, jetzt habe ich hier gespeichert. Na toll, jetzt habe ich hier gespeichert. Was mache ich denn jetzt? Aua! Ich bin gleich schon wieder tot. Kann ich den mit dem Revolver abknallen? Na toll. Oh, oh. Oh, ist der Revolver nicht nachgeladen. Ich bin auch echt sehr, sehr schlau. Sehr, sehr schlau. Okay, das kann ich Gott sei Dank im Laufen machen. Auch wenn ich mir gerade die Finger dabei breche. Das ist nicht zwecklos. Oh Gott. Oh Mann, ey, das hat mich jetzt sehr viel Energie und Revolvermunition gekostet und das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Aber naja. Was soll man machen? Der war hier eingesperrt, auf Terminal zugreifen. Ich dachte, ich könnte da einfach durchlaufen und von dem weglaufen, aber nö, Transitneustart. Hören Sie mal, Sie Spinner, glauben Sie, das Ding fährt in einer Transitgondel durch die Gegend? Sie haben die Möglichkeit, den gesamten Transitverkehr von Apollo zu trennen, also machen Sie das auch. Sie können den Wahnsinn mit einem Knopfdruck beenden. Sie fühlen sich bei deaktiviertem Transit vielleicht sicher, aber wir hocken in der Falle. Helfen Sie uns, verdammt. Hintergangen. Eine Warnung für dich, du Penner. Denk nicht mal dran, dich Sinclair und der Sixen-Leuten anzuschließen. Ich habe denen gesagt, dass du Morrison umgebracht hast. Die erschießen dich, wenn sie dich sehen. Hättest mich in dein Versteck lassen sollen. Du hältst es keine Woche aus. Ui, da ist jemand sauer. Sonst gibt's hier nichts. Okay, ich glaube, also er hier ist entweder der Penner, der nicht ins Versteck, also niemanden ins Versteck gelassen hat, oder der, der da rein wollte. Ich weiß nicht so genau. Gibt es hier jetzt noch irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. So, ich speichere hier jetzt nochmal. Ich dachte, der warnt einen, wenn Feinde in der Nähe sind. So ist das ja ziemlich mies. Ich meine, ich kann zwar auch, glaube ich, einen vorigen Speicherstand laden. Subkutane Impfpistole. Du bist aber kein so hübscher Kerl. Ach, hier haben wir eine Lötlampe. Cool. Oder Schneidbrenner oder keine Ahnung. Nee, was stand da gerade mit Schneidbrenner? Habe ich mir das gerade eingebildet oder stand das da? Ich glaube, das stand da. Okay, ich überlege gerade. Nee, das ist, was wollte ich nicht. Kann ich noch ein Medikit bauen? Nein, ich brauche eine subkutane Impfpistole, das finde ich blöd. Und ja, wir müssen das jetzt ohne Medikit hinkriegen. Geräusche hier finde ich immer noch nicht sehr nett. Lötlampe benutzen. Tasten bewegen, um die Platte zu schneiden. Okay. Das sieht lustig aus. Das macht Spaß. Mutwillige Zerstörung, dafür bin ich immer zu haben. Cool. Und wieder hoch. Yay! Da haben wir es doch.
Oh. Mach schon, Ripley. Wäre dir ja auf den Fuß gefallen, das wäre nicht so lustig gewesen. Oh nein, ich muss da durch. Ich habe doch keine Taschenlampe. Ich habe keine Taschenlampe. Hä? Hä? Ach, da. Seht ihr, das passiert, wenn man kein... Ripley, hier spricht Wales. Der Transit ist hier. Wir warten auf Sie. Steigen Sie ein. Ich hatte ein paar Probleme und es wird etwas länger dauern. Wir können warten. Taylor nicht. Ich nehme die nächste Gondel. Ihre Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, wenn sie jetzt schon sagt, ich hatte Probleme und die wollen nicht warten, obwohl sie ja gleich wieder da sein müsste. Wartet auf mich. Hallo? Hebel benutzen? Okay. Sinclair hier. Wir brauchen Vorräte. Nehmt, was ihr kriegen könnt von allen, die euch in die Quere kommen. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute beordert, die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrstühle auszuschalten. Der Plan ist es, hier alles wasserdicht zu machen. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Wenn wir alle hier lebend durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. So, wir machen mal eine Luftreinigung aus und dafür einen Türgrove-Zugriff irgendwo an, wo auch immer der ist. Jetzt habe ich schon wieder nicht zugehört, was die gesagt haben. Naja, ihr werdet bestimmt zugehört haben für mich. So, rechte Maustaste, S. Okay. Okay. Bin ich hier richtig? Ja, und dann speichere ich hier direkt gleich nochmal. Ripley, wir haben vor dem Aufbruch Stimmen gehört. Passen Sie auf sich auf. Oh nein. Ich habe doch nicht mehr so viel Revolver-Munition. So, ab in die Hocke. Wo muss ich denn genau hin? Die ist doch direkt da, die Gondel. Was kann denn jetzt noch groß kommen, wenn die Gondel doch schon hier ist? Transit rufen. Okay, die braucht ja eine Weile, die Gondel. Soll ich mich mal hier verstecken? Ja. Ich höre nämlich Schritte. Und ich werde hier jetzt schnell die Folge beenden. Tschüss, danke fürs Zuschauen.